Campinggeflüster. Der Freistaat-Podcast. Live aus dem Wohnmobil. Freudig geht's zur Sache. Die Dame, die hier wunderbar gelacht hat, die Moni ist wieder bei uns. Und Besuch haben wir heute vom Michael Veit. Der Mann hat Simply Collect gegründet und du bist auch Inhaber. Und darüber wollen wir sprechen heute. Danke. In dieser Ausgabe. Was ist Simply Collect? Simply Collect ist eine Idee, die entstanden ist beim Campen, wo sonst? Weil du musst einfach Camper sein, dass du manche Ideen auf den Markt bringen kannst. Und ich wollte was haben, was entgegen den Gewohnheiten wie Wasser, irgendwelche Wasserwannen und Gestank und Umweltverschmutzung geht, ne, was heute so ständig zu sehen war auf den Campingplätzen. Ich wollte was entwickeln, wo einfach dich an verschiedenen Rohrdurchmessern am Grauwasser ist das Thema. Also wir reden über, um das kurz mal eben zu erklären, wir reden über ein Abwassersystem. Genau, um Grauwasser. Also Grauwasser heißt... Was ist Grauwasser? Erkläre ich dir jetzt. Okay. Nicht das Toilettenwasser. Das lassen wir mal die Finger weg. Da traue ich mich nicht hin. Grauwasser heißt Duschwasser zum Beispiel oder Händewaschen, Spüle etc. Das Wasser muss ja irgendwo hin. Ja. So, das wird ja nicht einfach mal so irgendwo verdunsten, sondern das muss ja irgendwo mal aus dem Fahrzeug raus. Und dann komme ich ins Spiel, dass du eben... ich habe ein Anschlusssystem gemacht, wo ich mich an verschiedenen Rohrdurchmessern, was es auf dem Markt gibt, anschließen kann über ein Flexrohr oder Flexschlauch, ableite und das Ganze über ein Kupplungssystem in den Fallkanister ableite. Sehr sauber, kein Gestank, keine Kontaminierung, kein Getropfe, nix. Und das Ganze noch Blatt sparen, wenn du es nicht brauchst, passt in jedes Handschuhfach von der Größe. Und das sind 2x20 Liter, so wie du es hier in der Hand hast. Genau, du hast uns mal eins mitgebracht, ein Produkt. Ich lese mal vor. 40 Liter, 2x20 geschlossenes Entnahmesystem, kein Ungeziefer, keine Gerüche, keine Kontamination, passt in jedes Handschuhfach. Es ist am Ende, ich pack's jetzt mal nicht aus, eine Box, was nee, haben wir denn da genau? Du musst dir einfach vorstellen, das sind... Ein Schlauchsystem oder ein Filtersystem oder was ist es? In erster Linie sind es 2 Faltkanister. Kanister im Badischen. Ja. Entschuldigung für die Aussprache. Also wenn es jemand nicht versteht, kann er gerne an den Freistaat vielleicht. Ja. Wir können vielleicht auch eine Mail, über eine Mail. Ich gebe dann auch die Antworten. Info@derfreistaat.de. Genau. Genau. Ja. Kein Problem, da bin ich da. Wir machen solche Sachen. Also es sind am Ende 2 Faltkanister, wo du dein Grauwasser ableiten tust. Aber in erster Linie geht es um ein Ventilsystem. Weil geschlossen funktioniert es nur so, dass du den Faltkanister ohne Luft flach unter das Fahrzeug legst. Und der wird beim Befüllen, richtet er sich auf, der passt sich dem Füllgut an, der entfaltet sich beim Befüllen. Und das Ganze geschlossen. Und es geht eben nur in dem geschlossenen System mit Kupplungssysteme. Also ich habe den Ventilverschluss vom Faltkanister, wo ein Ventil tatsächlich drin ist, ein Stößel. Ja. Und ich habe ein Gegenstück dazu. Also wie Mutter und Vater, ne? Männlein, Weiblein, wenn ich die beiden konnektiere zusammen und erst dann habe ich einen Durchfluss. Es wird am Reisemobil unten... Genau. Angeflanscht, angeschraubt. Genau, du hast eine Muffe, da sind verschiedene Gummireduzierungen drin, dass ich mich eben an verschiedene Rohre anschließen kann. Ja. So, und wenn du das gemacht hast, beim Wohnmobil ist es ganz einfach, der hat nochmal einen eingebauten Grauwassertank und du kannst jetzt schon hergehen und kannst den Grauwasserhahn öffnen und das Grauwasser fließt, aber nur bis zu meinem Kuppler. Ne? Weil da ist Schluss, der Kuppler lässt das Wasser erst dann durch, wenn ich mich auf meinem Fallkanister angeschlossen habe. Vorher läuft da gar nichts raus. Und das bleibt dann im Kanister drin? Das bleibt im Kanister drin. Ah. Das Grauwasser natürlich, das jeder Liter sammelt sich dort und der Grauwasser, der Faltkanister, da geht jetzt schön auseinander. Kanister. Ja, das, ja, du, man hat gesagt, ich darf badisch reden. Ne? Unbedingt. Unbedingt badisch. Du musst. Ja, kein Problem, kriege mal hin. Wie kommt man auf so eine Idee? Wann ist dir das eingefallen? Ja, das ist tatsächlich beim Camper entstanden. Ne? Und ich weiß sogar noch wo, in St. Peter-Ording, auf einem super tollen Campingplatz. Ja. Wenn du morgens beim Frühstück hockst und über dir einer einfach das Grauwasser ablässt, ne, in seine Wanne rein, das stinkt bestialisch. Ne? Mhm. Und wenn du den Gestank in der Nase hast morgens, ich wollte mein Rührei haben und genießen. Ja. Und das fand ich, das ist der erste Schritt gewesen. Und am gleichen Morgen, der Stellplatz war jetzt nicht gerade der beste, wo ich hatte, aber die Aussicht war für die Idee fantastisch, weil ich stand direkt an der Entsorgungsstation. Ja. Das heißt, an der Straße morgens standen jeden Morgen 6, 7 Autos, Wohnmobile, ne? Nicht Autos. Ne? Und dann habe ich mal gestanden mit einer Uhr und habe geguckt, wie lange brauchen die denn so im Schnitt zum Entsorgen. Ne? Und du brauchst wirklich 6 bis 7 Minuten am Campingplatz. Mhm. Also ergo, wenn du morgens gehen möchtest und deswegen hast du ein Wohnmobil, du willst flexibel sein, ne? Und ich will gehen, wann ich gehen will und nicht noch morgens auf dem Campingplatz eine Stunde im Stau stehen. Die brauchen wirklich 6 bis 7 Minuten jedes Fahrzeug, bis er
die Brühe weg hat, das Grauwasser, über den Tank, bis er wieder ein bisschen Frischwasser vielleicht nachgetankt hat, bis er die Kassettetoilette leer gemacht hat. Und da stehst du morgen schon auf dem Campingplatz im Stau. Das Prozedere hast du eine Woche lang jeden Morgen gesehen. Und da dachte ich, nee, das geht so gar nicht. Da muss ich irgendwie mal mir Gedanken machen. Ne? Und so ist die Idee entstanden. Also, dass ich heute durch mein Zeug im Vortag entsorge, ich fahre ja nicht weg von meiner Parzelle, da bleibt stehen, fest. Mhm. Ist ja auch der Vorteil davon, dass ich das Ganze transportabel habe. In so einem Moment ist die Idee entstanden. Ne? Und vielen Dank, St. Peter-Ording. War ein schöner Urlaub, aber es ist einfach eine Tragödie zu sehen, wie viel Zeit vergeht morgens auf der Entsorgungsstation. Nee, das habe ich keine Lust. Es gibt Leute, die haben die Zeit, ich habe sie nicht. Ja. Ich habe meistens Kinder dabei, ne, und die blärren, ne, und gehen wir bald, wann sind wir bald da? Sag ich, wir sind noch gar nicht losgefahren, wir stehen noch an der Entsorgungsstation. Ja, ja. Ganz schlecht. Was macht man dann? Also dann gehst du heim und fängst an, irgendwelche Skizzen zu zeichnen oder geht es dann weiter? Dann kam Corona mir quasi entgegen, ne, und du hast ja Unmengen Zeit gehabt. Mhm. Ja, und wenn du Zeit hast, kannst du tatsächlich abends, wenn die Kinder im Bett hast, die sind jetzt mittlerweile 9 und 11, ne, das die Idee ist vor 4, 5 Jahren im Kopf entstanden. Ne? Ja. Zu der Zeit damals habe ich die Kinder ins Bett gebracht, bin abends bis um 1, 2 noch dann gehockt und habe überlegt getüftelt, wie man was ablassen kann, ohne dass ich irgendwie Rückstau vielleicht habe oder Verstopfung etc. So, und dann, weil die Moni ja jetzt auch bei uns ist, hier im Studio gerade, oder wir sitzen ja im Wohnmobil, wir zeichnen ja diesen Podcast hier immer im Reisemobil auf. Wie seid ihr dann zusammengekommen? Wo habt ihr euch kennengelernt? Ja, das war eigentlich dann ganz nett. Wir hatten unsere Herbstmesse letztes Jahr und ein anderer Hersteller hat den Michael auf der Messe in Freiburg kennengelernt. Genau. Und war dann bei uns an der Herbstmesse und kam her zu mir und sagt, Moni, ich habe was ganz Tolles da in Freiburg gesehen, schau dir das mal an. Und dann bin ich auf Michael Seite gegangen und habe mir das Produkt angeschaut und war eigentlich sofort begeistert, weil ich fahre ja selber auch Camping, meistens auf dem Campingplatz und kenne das Problem mit dem Entsorgen, sonst immer mit der Spülschüssel drunter und wieder abgelassen und entleert und habe es heuer ja auch schon selber getestet auf dem Campingplatz in Marina de Venezia in Italien. Ja, und dann habe ich mir gedacht, jetzt muss ich mal den Michael anrufen. Und dann habe ich den Michael angerufen. Und dann habe ich gesagt, du, ich fahre jetzt erstmal nur in Urlaub, aber es wäre schön, wenn du danach einfach mal vorbeikommst, uns das nochmal genauer zeigst. Dann habe ich unseren Einkäufer, den Martin, genommen. Ja, und so haben wir uns dann kennengelernt und also ich war ja sofort begeistert und so sind wir eigentlich dann zusammengekommen. Dein Produkt gibt es online, in deinem Online-Handel. Genau. Und ansonsten alternativ aber nur exklusiv tatsächlich jetzt im Freistaat-Megastore-Shop. Genau. Wir haben uns natürlich dann gedacht, da das ja so toll ist, haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, ja, wie könnte man das jetzt auch bei uns gut präsentieren? Das heißt, der Michael ist dann mit Simply Collect in unseren Katalog 2023 reinkommen, den wir ja selber gestalten und machen die Seiten, aber auch hinten auf unserem Katalog auf der Rückseite, was natürlich eine ganz tolle Platzierung war. Und dann habe ich den Michael nur eingeladen in der Frühjahrsmesse, eine Freistaat-TV-Folge zu machen, was richtig Spaß gemacht hat und toll war, einfach die Kunden zu zeigen an die verschiedenen Fahrzeuge mit die verschiedenen Anschlüsse, wie das Ganze funktioniert. Es geht für jedes Reisemobil oder gibt es da Einschränkungen? Muss man was beachten oder muss man jetzt sich ein neues Reisemobil kaufen, weil das Simply Collect System bei dir nicht mit drauf passt? Ja klar, du musst jetzt ein neues Reisemobil kaufen. Ja. Nein, du kannst leider Gottes, auch das habe ich dann festgestellt, ich habe ein Jahr lang unter quasi jedem Hersteller drunter gelegen und am Auto mit einem Vorderapparat bewaffnet und einem Messschieber. Mhm. Und ich habe tatsächlich die Durchmesser, Außen-Innendurchmesser gemessen, fotografiert, bebildert. Irgendwann musst du dich festlegen und dann kam ich zum Entschluss, dass das, was ich heute im Set habe, dass es etwa 60-65% abdeckt, ne, vom Markt. Ja. Das sind 28, 30, 32 mm, 40 mm HT-Röhrchen bis 1,5 Zoll. Überall da, wo es nicht abdeckt, läuft es für gewöhnlich so. Und deswegen schaffe ich gern mit dem Freistaat zusammen. Wir sind klein, wir sind ein Familienunternehmen. Ich habe keine Ambitionen, groß zu werden. Ich fühle mich hier pudelwohl. Und die kleinen, diese 35-40%, die ich hier eben nicht abdecke mit meinem Set, für gewöhnlich läuft es so, dass die Kunden mich anschreiben, ein Bild von ihrer Gegebenheiten und am Auto mir schicken und sage ich dem Kunde, mess mal bitte den Innen- und Außendurchmesser von deinem Rohr und ich gebe dir eine passende Lösung dazu. Das wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wenn man das dann eben nicht weiß. Ja, gibt ja auch ein bisschen rüstigere Menschen, die jetzt gerade zuhören. Ne? Meine Eltern da mit dem Reisemobil, kann mir schlecht vorstellen, dass mein Papi sich dann da unten dran hängt ans Rohr und ein bisschen nachmisst. Gibt es irgendeine Option, das herauszufinden, steht das in irgendeinem Fahrzeugbrief, Fahrzeugschein?
Geh ruhig ran. Die Frau ruft an, oder? Das Telefon hat geklingelt. Es hat nur Sum-Sum gemacht. Ich habe den Ton aufgemacht. Ja, man muss bei Michael nämlich dazu sagen, er ist Gründer und Inhaber, aber nicht Geschäftsführer seiner eigenen Firma. Das ist wiederum... Und meine Frau. Das ist die Frau, genau. Frau und an die Macht. Ich darf hier sitzen heute, ne? Ist das toll. Ja. Ich habe Ausgang bekommen. Das heißt, sie macht die ganzen Finanzen, schickt dich vor und du darfst hier solche Podcasts machen mit uns und die Geschichte erzählen. Ich habe Ausgang, wie schön. Aber zu deiner Frage eben, der Kunde kommt zu uns, gerade wenn er ein neues Fahrzeug hat, und dann sagt er, ey, ich brauche was für mein Abwasser. Und dann sagt die Moni oder die Kollegen auch, ja, was für einen Durchmesser haben Sie? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Mhm. Und da kommt eben, drum hat mir Simply Collect auch so gut gefallen, weil das abdeckt. Und wenn, wie gesagt, der Adapter nicht mit dabei ist, dann ist auch das eben die schöne und tolle Zusammenarbeit mit Michael. Ich kann auf seine Homepage gehen, kann dem Kunden zeigen, schaut es so bei Ihnen aus? Oh ja, dann kann ich an Michael verweisen und der hilft auf jeden Fall jedem Kunden immer super weiter dann. Und das ist für uns auch ein schönes, angenehmes Arbeiten, ja, so einen netten Lieferanten zu haben, der wo immer auch uns gleich weiterhilft dann oder hauptsächlich dann natürlich dem Kunden. Ihr findet für alles eine Lösung eigentlich, oder? Also das Set macht 60-65% Marktanteil aus. Weitere 30% habe ich direkt eine Lösung, ja, mit passenden Reduzierungen. Und dann bleibt vielleicht noch irgendwo am Schluss 5-10% leider übrig. Ja, auch da gibt es eine Lösung, aber da muss man manchmal tief in die Trickkiste greifen, weil manche Hersteller, Marken sage ich jetzt natürlich nicht, dann legen sich die Leute besser unter das Fahrzeug, dann wissen sie es selber, die haben einfach nur Wasserschieber unterm Auto verbaut. Wasserschieber, die meist in der Hinterachse mittig sind, was ich ziemlich unfair finde, ne? Weil wenn ich sowas bei einem Fahrzeug heute neu Fahrzeug verbaue, tue ich dem Kunde ganz schön viele Steine in den Weg legen. Ne? Das heißt, der Kunde hat überhaupt keine Möglichkeit, irgendwie eine Schüssel oder dergleichen unter das Fahrzeug drunter zu legen, weil dann muss er direkt unter das Fahrzeug krabbeln, wortwörtlich, ne? Weil das ist ja teilweise bis zu einem Meter unterm Auto, im Fahrzeug, unterm Boden drin. Mhm. Das ist ganz schön link. Oder die Kunden haben auch das gleiche Problem dann bei der Entsorgung nachher, ne? Weil es gibt nicht nur zum Entsorgen irgendwie eine Ablassrinne, manchmal nur in der Form von einem Gullideckel rund, das war's. So, und wenn ich jetzt halt irgendwie eine Hauswand das Ganze habe oder habe eine Hecke, kann der Kunde mit diesem Fahrzeug gar nicht nah genug drankommen, mhm, ne, zur Entsorgungsmöglichkeit. Ja. Und für die Kunden, das sind immer nur Wasserschiebermodelle. Das geht durch die Bank mittlerweile bei der Hersteller. Da musst du in die Trickkiste greifen. Das heißt, da musst du einmal einen Kleber ansetzen, eine Klebepistole oder einen Kunststoffkleber verwenden und dann musst du tatsächlich mit dem Bogen dich an diesem Wasserschieber ankleben. Einmalig. Und über diesen Bogen, was man dann angeklebt hat, dann kannst du wieder alles machen, was du möchtest. Du kannst den ganzen Mist nach außen verlegen, an den Schweller, wo er eigentlich hinkört, ne, dass man es da auch sieht, wo man hinschießt. Oder an eine Position am Unterboden, wo du es gerne hättest. Mhm. Aber du musst einmalig kleben. Und das gibt es tatsächlich auch. Aber ich habe nur, glaube ich, einmal jetzt überhaupt nicht helfen können. Ne? Und das war tatsächlich Phoenix. Wie ist das Kundenfeedback bei euch im Megastore auf Simply Collect? Sehr, sehr gut. Wenn schon mal ein Problemchen war, das war zum Beispiel nur der kleine Trick, dass man den an dem Kanister, das, wo der Schlauch angeschlossen wird, ausziehen muss. Ja, ich habe es dann selber. Tut mir leid, ne? Aber das waren so kleine Tricks und das hast du dem Kunden gezeigt und dann war der auch wieder glücklich und alles war gut. Und also die Kunden lieben es und das haben wir auch unser Feedback ja aufs Video dann gehabt oder du auf die Messen ja auch. Faltkanister ist ja nicht gleich Faltkanister. Schau, ich sage auch übrigens Kanister. Hast gut gelernt. Kanister. Ha, ja, klar. So ist es halt, gell? Es ist wahnsinnig robust. Und ich habe es heuer selber eben im Urlaub getestet und es kamen dann schon immer so die ein oder anderen Blicke so an meinem Reisemobil vorbei. Hä, was hatten die jetzt da an ihrem Fahrzeug dran? Weil normal gibt es ja nur die festen Auffangkanister, mhm, oder ja, der faltbare Eimer steht drunter, mhm, um das so aufzufangen. Und was mir eben auch gut gefällt, der Michael hat sich ja die Gedanken gemacht, habe ich doch einen näheren, direkten Anschluss an ein Abwasser-Auffangbecken, hat er ja auch einen Adapter dazu gemacht, wo man dann direkt wieder an sein Ankupplungssystem dann aber auch einen Schlauch anbringen kann. Das ist etwas so wie bei der Entleerung, mit dem, dass man den Stutzen herausziehen kann. Ja, nobody's perfect. Für mich war das ganz klar, weil ich das Produkt schon länger im Kopf habe. Aber das musst du ja alles irgendwie in eine Gebrauchsanleitung mit reinbringen.
die ist jetzt nachgearbeitet worden, natürlich, da steht es auch drin, dass man bitte schön den Stutzen zieht zum Entleeren, weil sonst immer eine Restbrühe drin bleibt. Und wo ich das Teil tatsächlich auf der ersten Messe hatte, war ich ganz stolz, ne? Hier mein Eisding hier, ne? Und dann kam von einmal die Frage, ja, was mache ich dann, wenn ich auf dem Campingplatz stehe und habe eine Parzelle, wo ich direkt ableiten kann, ne? Und dann dachte ich, ja, scheiße, ne? Was mache ich da? Naja, von hier füllen, geschlossen und dann einen Meter weiter tragen und dann da wieder reinschütten in das Loch, in den Boden, das ist irgendwie scheiße. Also die habe ich so nicht ganz gehabt, ne? Auf dem Radar gehabt, ne? Weil ich einfach was Geschlossenes machen wollte, weil mich der Gestank gestört hatte, ne? Gestank und das Volumen. Das Gewicht ist ja eines, wir haben 680 Gramm, das ist sehr leicht, aber das Volumen ist das Nächstere. Wir sind zu viert unterwegs und mit Kindern hast du immer ein Platzproblem im Fahrzeug einfach. Ne? Und deswegen wollte ich weg von diesen Volumenmonster, die es auf dem Markt gibt. Ja, aber nochmal, ich habe diese Leute nicht auf dem Radar gehabt, die länger stehen, weil ich das nicht bin. Ich stehe nicht lange auf dem Platz, meistens, wenn mal 4-5 Nächte, dann ist das echt lang. Und so kam dann die Idee, dass ich eben nochmal diese Muffe, was ich heute im Set hat, dass ich die einfach noch ein Gimmick dazu gebe, einen Schraubanschluss einfach, ne? Dass ich an meiner Muffe, die kann ich halbieren, die kann ich aufdrehen, da ist ein Schraubanschluss dran, den mache ich weg mit meinem Flexschlauch und mache dafür den Schraubanschluss dran und da kann ich jetzt meinen 3/4 Zoll Schlauch kann ich da anstecken, so lange wie ich möchte, 4 Meter, 6 Meter, ganz individuell, so habe ich dann beides. Die Leute, die länger stehen, die können dann über den Schlauch sich abdecken, wenn sie die Möglichkeit habe und die, wo eben kurz stehe oder wie auch immer, die können es in Fallkanister ableiten. Auf jeden Fall so oder so macht es Sinn, dass man das Set damit eben erweitert hat, ne, dass man das Szenario auch abgedeckt hat, ne, weil sonst tragt man ja wieder ein zweites System mit sich. Sonst brauchst du ja, wenn du dann ableiten möchtest, brauchst du ja gerade schon wieder einen Schlauch mit einem Anschluss, einem passenden, ne, damit es direkt ableiten kann. Mhm. Und so hast du alles in einem jetzt. Ne. Die sauberste, leichteste und platzsparendste Lösung. Ja. Das ist Simply Collect. Wo liegen wir denn da preislich? Da liegen wir preislich bei 139,99. Mhm. Da zucken dann manchmal die Leute zusammen. Kann ich verstehen. Ich habe immer die Frage, was ist es einem wert, ne, dass man weniger Platz mit sich schleppt. Ja. In erster Linie habe ich Wert darauf gelegt, dass ich Qualität habe. Ich habe hier nichts aus Asien verbaut an meinem Set. Ich wollte gescheite Sachen haben, die lange halten und nicht nur zweimal. Und das ist mein Antrieb. Ich komme aus der Entwicklung. Ich kann so Sachen nicht ausstehen. Und ich glaube, das hat schon jeder erlebt, dass er Sachen kauft für 10, 20 Euro. Die nutzt du einmal und dann geht sie kaputt. Finde ich scheiße. Gefällt mir nicht. Und da ärgerst du dich jedes Mal drüber. Na, okay, es ist Geld. Aber nochmal, es ist made in Germany tatsächlich. Na, und das denken manche nicht, wenn sie solche Fallkanister auch in der Hand haben, na, dass sie denken, ja, sowas kommt aus China. Nee, das können Deutsche auch. Und es ist übrigens schon immer. Na, nur alles das, was man so auf dem Markt kennt, sind tatsächlich irgendwelche Nachbauten vom Original. Und der hier in dem Set, das ist der Original. Und wir verwenden einen komplett anderen Kunststoff, wie die ganzen Nachbauer. Und deswegen ist er äußerst robust gegenüber Nachbauer, die eine ganz andere Sorte Kunststoff verwenden. Michael Veit, Gründer und Inhaber von Simply Collect. Das war die Idee. Was wird die nächste Idee sein, wenn du wieder beim Frühstücken bist und mit der Stoppuhr da sitzt? Ja. Das ist übrigens mal nachgerechnet. 6 bis 7 Minuten. Nehmen wir mal 7 Minuten pro Tag. Da kommen schon ein paar Stunden zusammen dann über den Monat. Das sind 35 Minuten pro Woche. Wenn man 4 Wochen unterwegs ist, dann sind es schon 2 Stunden. Ja. Kann man auch ein schönes Fußballspiel schauen. KSC kann ich gerade nicht gucken, die verliere immer. Gibt es schon neue Geschichten, wo du dran tüftelst, wo du sagst, ah, okay, das können wir noch weiter ausbauen, Simply Collect noch ein bisschen auf die nächste Stufe bringen dann? 2.0, glaube ich, wird es zu diesem Abwassersystem wahrscheinlich nicht geben. Sehe ich auch nicht einen Grund dafür, weil es funktioniert astrein. Ne? Da würde ich auch nichts ändern wollen. Ne? Maximal eben, dass man vielleicht den Shop erweitert mit speziellen Sonderlösungen, ne, für den Kunde. Ja. Das Ganze ein bisschen mehr in den Vordergrund bringt, dass die Leute auch sehen, okay, es gibt wirklich für jedes Röhrchen oder für jedes System irgendwie eine Lösung dafür. www.simply-collect.com. Wenn es da was Neues gibt, dann seht ihr das beim Freistaat. Und ansonsten einfach nur bei ChatGPT das Wort Kanister eingeben, aber mit SCH, Kanister. Kanister. Hinten auch mit einem A noch und dann wird alles gut. Michael Veit und die Moni, wir reden in der nächsten Ausgabe dann um ein auch wichtiges Thema, gerade aktuell, und zwar geht es um Unwetter. Ja? Hagel und was gibt's da alles, Gewitter und was da noch alles kommt, das wollen wir nächste Woche besprechen. Für den Moment erstmal vielen Dank mit Simply Connect und dem Kanister. Herzlichen Dank euch beiden. Danke dir. Danke. Ciao. Campinggeflüster, der Freistaat-Podcast. Mehr Infos auf derfreistaat.de.